Dass die Jungs von 187 und die Polizei keine Freunde mehr werden, das dürfte klar gewesen sein. Seit gestern Nacht hat der Hass gegen die Polizei seitens der 187er, aber vielleicht auch der Hass von der Polizei gegen die 187er zugenommen. 170 Beamte stürmten die Olympiahalle in München nach einem Auftritt von Bones und traf auf der Palm aus Plastiktour und nahmen Bones MC fest. Am frühen Morgen wurde der Hamburger Rapper dann entlassen und konnte zum nächsten Tourstop jetten. Bis zu seiner Freilassung war es laut Raff fraglich, ob es überhaupt zur nächsten Stadt schaffen würde. Nun hat sich Bones zu diesem Einsatz geäußert und dabei kein gutes Haar an die Polizei gelassen. Insbesondere der Satz über die Töchter der Einsatzkräfte dürfte ihm keine Freunde in München gemacht haben. Zitat: Kommt nie wieder nach München, haben sie gesagt. Wir wollen eure Musik hier nicht, haben sie gesagt. Wir haben gestern die Olympiade zum zweiten Mal mit derselben Show ausverkauft und keine Stadt hatte so viel Power wie München. Danke an jeden Einzelnen, der gestern da war, und der Polizeistaat Bayern wird uns niemals davon abhalten, zurückzukommen. Wir nehmen euch immer wieder hops. Schlaft mit euren Töchtern in 5-Sterne-Hotels und rauchen Weed, wo wir wollen. Ihr habt gar nichts gefunden mit über 200 Polizisten im Einsatz. Ihr wolltet nur einmal meinen nackten Körper anfassen. Das wisst ihr und das wissen wir. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und ja, ich bin der, der euch bezahlt. Auf jeden Fall ein paar nette Worte von Bones an die Polizei. Was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ansonsten haben wir noch weitere News und Videos, die ihr gerne abchecken könnt. Daumen hoch und Abo nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.